بسم الله الرحمن الرحيم. Wir machen jetzt weiter mit der Taqiyya des Schia und der Ablehnung des Islams, Teil 11. Im letzten Teil haben wir gezeigt, wie die Rafida den Islam im Namen Al-Bayt abgelehnt haben und wie sie Al-Bayt selber danach abgelehnt haben. Als Konsequenz der Ablehnung des Sunna brauchten die Rafida eine andere Quelle, um in deren Namen einen neuen Islam zu schreiben. Die neue Quelle war sicherlich die Imame, vor allem Imam Ja'far radiallahu anhu, der eigentlich Sunnit war und mit den Rafida nichts Gemeinsames hat. Im Gegenteil, Imam Ja'far und sein Sohn Imam Musa nach ihm haben sogar Takfir gegen die Rafida gemacht, was die Rafida selber von ihnen überliefert haben. Imam Ja'far sagte, bei Allah hätte ich von euch Schia nur drei Gläubige gefunden, die meine Hadithe verheimlichen, hätte ich es mir nicht erlaubt, euch Hadithe zu verheimlichen, in Usul al-Kafi. Und Imam Musa, der Sohn von ihm, sagte, wenn ich meine Schia von den anderen Menschen unterscheiden würde, dann würde ich sie nur Lügner finden, und wenn ich sie prüfen würde, dann würde ich sie nur Apostate finden. Ich könnte von den tausend nur einen Gläubigen finden. Und das ist genau das Urteil des Sunniten über die Rafida, denn selbst die Imame hatten sunnitischen Glauben, genau wie alle Ahl-Bayt, jedoch die Rafida pflegten, in ihren Namen zu lügen. Diese neue Religion der Rafida wurde von den Feinden des Islams gegründet, genau von den Juden und Feuerdienern, Majus, und um den Islam abzulehnen, der die Hoffnungen der Juden und den Star der persischen Feuerdiener damals zerstört hat. Und anstatt dass diese besiegten Feuerdiener und Juden den Islam offensichtlich bekämpfen, haben sie den von innen durch diese erfundene Religion bekämpft. Damit diese neue Religion sich unter den Muslimen verbreitern lässt und damit die Muslime von Gott ergebenen Menschen zu Ablehnern des Islams werden, musste man bestimmter Taktik folgen und vor allem einen Ersatz der Sunna haben. Daraufhin wurden folgende neue Säulen in der Religion der Rafida hinzugefügt. Die erste war, die Stellung des Imams ist höher als die Stellung der Propheten. Somit konnte man im Namen des Imams eine neue Sunna schreiben, nachdem man die wahre Sunna abgelehnt hat. Die zweite Säule ist, dass der Imam fehlerfrei ist. Somit kann man dieser neuen Sunna eine Authentizität geben. Denn man braucht nicht mehr nachzudenken, ob diese neue Sunna mit dem Propheten Sassam zu tun hat oder nicht. Blindes Vertrauen ist wichtig. Dank der Fehlerfreiheit werden auf einmal die Aussagen der Gründer der Rafida-Religion, der Lügner über den Imam, genauso fehlerfrei und authentisch wie die Aussagen Allahs SWT, und auf einmal werden die Gelehrten der Rafida eine neue Quelle in der Religion, genau wie der Koran. Und das ist eine andere Art der Schirk. Das nennt man Schirk der Fehlerfreiheit. Der Imam bekommt das Wissen schon bei der Geburt, das ist die dritte Säule, obwohl er keine Offenbarung bekommt. Selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte nicht wissen, ohne dass er Offenbarung bekommt. Somit erklären die Rafida, wieso die Imame eine neue Sunna ohne jegliche Überlieferungen oder Offenbarungen schreiben dürfen. Angeblich hat Imam Ali radiallahu anhu den Koran schon bei der Geburt und vor der Offenbarung gelesen. Die Imame wissen ja ohne Quelle, aber da fragen wir uns, welchen Sinn macht die Offenbarung und das ganze Prophetentum? إن مريم لما أرادت الطعام قال لها الله هاي فاطمة بنت أسد قال لها الله وهزي إليك بجذع النخلة وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن هاي من أسرار أهل البيت لأن هذه أم علي بن أبي طالب أم أمير المؤمنين وأنا أكلت ثمار الجنة وأنا في باطن الكعبة في جوف الكعبة وعلي أمير المؤمنين تقول نزل من بطن علي أمير المؤمنين وهو في ملاء من النور وهو يقرأ سورة المؤمنون يقول قد أفلح تقول أخرجته وهو يردد سورة المؤمنون اسمها سورة المؤمنون هاي من باب الحكاية ما تقول يقرأ سورة المؤمنين لا لأن من باب الحكاية اسمها سورة المؤمنون فكان يقرأ هذه السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لما نظر إليه النبي ابتسم وأخذه وسمعه يقرأ قد أفلح المؤمنون سورة المؤمنون كلها قرأها علي بن أبي طالب سلام الله عليه هذا قبل نزول القرآن. Also nicht nur der Schirk der Fehlerfreiheit, sondern auch der Schirk der Herabsendung ist in der Religion der Rafida eine wichtige Säule. Somit wird auch der Prophet wieder mal im schlichten Licht dargestellt. Denn er kannte mit Imam Ali den Koran vor der Offenbarung und soll demzufolge mit Imam Ali im Vers 259 verflucht werden, weil er den Koran lange Jahre verheimlicht hat. Mit Hilfe der erwähnten Säulen haben es die Feuerdiener, also Majus, geschafft,
jede Menge naive Menschen aus dem Islam in eine neue Religion zu konvertieren, die sich nach Al-Bayt nennt, jedoch die in der Tat den ganzen Islam ablehnt. Da diese neue Religion ihre Anhänger nur aus dem Islam oder aus dem Muslim gewinnen kann, musste sie sich nicht ganz vom Islam abtrennen, deshalb nannte sie sich Ja'faritischer Madhab und hat immer versucht, Werbung durch den Motto Anhänger von Al-Bayt zu machen. Jedoch der Name Ja'faritischer Madhab ist ein falscher Name, denn Imam Ja'far keine Überlieferung vom Propheten Sa'ad bekommen hat. Im sogenannten Ja'faritischen Madhab wird das meiste von Imam Ja'far überliefert, ohne Beweise, weder aus dem Koran noch aus der Sunna. Da ein Madhab ein Weg ist, um den Islam, also Koran und Sunna des Propheten Sa'ad zu verstehen und nicht um alles aus dem Kopf zu erzählen, darf die Religion der Rafida nicht mehr Ja'faritischer Madhab genannt werden, denn sie ist eine Ja'faritische Religion, die über Imam Ja'far belogen wurde. Die Rafida wissen selber, dass mehr als die Hälfte ihrer Bücher belogen sind. Wir Sunniten wissen aber, dass es keine Authentizität für jemanden geben kann, der an die Taqiyya nach dem Verstand des Schia glaubt. Denn die Taqiyya ist eine Erlaubnis des Lügens, um angeblich die Wahrheit zu erreichen. Nun müssen wir uns fragen, wie schaffen es die Rafida-Gelehrten, ihre Anhänger, trotz all diesem auffälligen Glauben zu überzeugen, dass sie Anhänger von Al-Bayt sind? Erstens, die erste Voraussetzung, um das zu schaffen, ist, den Anhänger zu verbieten, viel zu denken. Das geschieht durch, erstens, den Glauben, dass die Rafida den Wahnsinn des Korans und der Sunna nicht begreifen. Zweitens, Erzählungen von komischen, unglaubwürdigen Geschichten, an die die Schia glauben sollen, wie zum Beispiel, dass man Toten am Leben sieht oder dass das einzigartige Schwert Alis aus dem Himmel herabgesandt wurde. So wie eine lange Reihe an auffälligen Lügen, wir werden demnächst auch ein paar Beispiele nehmen. Drittens, die Sunniten als Feinde von Al-Bayt darzustellen, während sie eigentlich die wahren Anhänger von Al-Bayt sind und dem Schatz und Überlieferer des Korans und der Sunna. Viertens, der Missbrauch der Geschichte, um die Schia mit der Phase nach dem Propheten Sa'ad zu manipulieren und sie zu erblenden. Das ist jedoch eine Geschichte und keine Religion. Die Religion wurde laut dem Koran schon vor dem Tod des Propheten Sa'ad vollendet. Diese Geschichte wurde bei den Rafida zur Religion gemacht, die Ereignisse von Ashura sowie die Todestage von Al-Bayt wurden zur Religionsveranstaltung gemacht, um den Verstand der Schia zu blockieren und sie von der Religion mit dem Weinen und Selbstschlagen abzulenken. Anstatt dass sich der Schiit mit seinen Büchern beschäftigt, über die er keine Ahnung hat, reicht ihm nun, dass er sich am Ashura schlägt und wie Kinder weint. Der Arme denkt dabei, dass er Al-Bayt folgt, obwohl er in einer ganz anderen Religion ist als die Religion von Al-Bayt. Die Manipulation der Anhänger und wie die Gelehrten ihre Leute an der Nase herumführen, hat ihre Spitze unter allen Religionen in der Religion der Rafida erreicht. Das Geheimnis dieser Manipulation ist, solange der Rafida naiv bleibt, an alles glaubt, sind die Schia-Gelehrten in Sicherheit. Und sobald der Rafida anfängt zu denken, wird die Religion der Rafida bedroht. Wir lassen uns am besten von den Rafida-Gelehrten selber überzeugen, wie sie ihre Anhänger manipulieren. Gelehrte 1. Er erzählt seinen Anhängern, wie er die Tote Zainab in Damaskus am Sitzen sah. Er macht es danach. Anstatt dass der Rafida einschlagen, weil er sie belügt, weinen die Armen mit. يا مولاي وقرأت يوم الأربعين هناك ليلة الأربعين أنا شفت مولات زينب قاعدة وخلها مثلكم شلون قاعدة Ich hoffe, du hast mich nicht mitgeweint. Übrigens, man weiß nicht mal, wo genau der Grab von Sayyidah Zainab ist. Es gibt drei Vermutungen und die Rafida gehen auch zu den drei und denken dabei, Sayyidah Zainab zu besuchen. Du wirst auch lachen, wenn du weißt, dass die meisten Frauen im Irak so aussehen, wie dieser Gelehrte nachgemacht hat. Anscheinend ist jede Frau für ihn ein Sayyidah Zainab. Wir würden auch mitweinen, aber nicht wegen Zainab, sondern wegen dieser armen Menschen, die in diesen Maßen veräppelt werden. Naja, Mugala, unseren Verstand aufbewahren. Bis zum nächsten Video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.